Ja, hallo liebe Leute, wieder eine Folge Fishing Planet. Heute sind wir am Fluss Tiber, weil es kam wieder eine neue Monsterfischmission rein heute. Und zwar das Tiber Monster. Und dafür soll man natürlich wieder irgendwas vorweg erledigen. In dem Fall soll man fünfmal dunkle Homose fangen. Besser gesagt, sorry, rausziehen. Viermal habe ich schon. Und für die fünfmal Homose bekommt man dann diese dunkle Schnur, die aus Naturfasern besteht, nämlich aus der Homose. Und damit soll man dann... Oh, sag mal, was ist denn heute los? Die ganze Zeit hatte ich kein Problem mit Niesen und Husten. Kaum mache ich die Aufnahme an, muss ich hier rumniesen. So, weiter im Text. Und zwar gibt es hier eine Esche, europäische Esche, als Monster. Und die ganze See ist schon dunkel, fast schwarz gefärbt. Und deswegen kann man die mit normaler Schnur nicht fangen. Und ja, dafür braucht man dann diese Schnur hier, mit der man die Esche fangen kann. Ja, einmal Homose brauche ich noch. Und die habe ich jetzt hier. Ja, ziehen tut man die Homose hier bei der Staumauer. Zack, fünfmal Homose. Damit habe ich jetzt die Schnur für die Monsteresche. Tolle Arbeit. Sie haben die neue Schnur bekommen und können jetzt nach dem Eschenkämpfer jagen. Tiber, dunkle Homose, Schnur aus Naturfasern. So, jetzt ist die nächste Mission aufgegangen hier, und zwar für das Monster selbst. Rüsten Sie dunkle Homosenschnur aus, Naturfasern aus. Na dann fangen Sie das Monster. So, Sie können die dunkle, die können das dunkelste und schrecklichste Fischmonster aller Zeiten nur mit einer ganz speziellen Leine aus Naturfasern fangen. Tralala, tralala, Ökosystem, tralala. Könnt ihr euch auch selbst durchlesen. Oh, meine Augen machen nicht mehr mit. Die Schrift, hätten sie das nicht noch kleiner schreiben können? Ich sitze hier schon mit Brille und trotzdem kann ich das kaum lesen, so klein wie das ist. Deshalb unbedingt in der Nähe der Felsen zu fischen. Was? Sondern auch Wissenschaftler Beiträge leisten. Versuchen Sie deshalb unbedingt in der Nähe der Felsen zu fischen. Und verwenden Sie die Köder, auf die die Esche beißen sollte, er würde. Machen wir die Mission an. Die Esche. Nanospoon. Narrowspoon. Spinner. Nanospinner. Chat Group. Ja. Gucke ich mal, was ich damit habe.
Nährungsbums habe ich mit, aber 7 Gramm, da werde ich ja nichts. Dann müsste ich die Route nehmen. Die geht ab 14 Gramm los. Zwei Komma sieben Kilo hält die Schnur nur. Zwei Komma sieben Kilo. Ich glaube, da muss ich noch mal abreisen. Weil mit dem starken Geschirr hier das ist die schwächste Spinning, die ich mit habe, aber die geht erst bei 25 Gramm los. Und die Rolle hat 11 Kilo. Das ist eine 2,7 Kilo Schnur, da kann ich die Bremse nur auf 1 stellen. Noch nicht mal auf 2. Das heißt, ich muss nochmal abreisen und mir die Chickwinner. Aus dem Inventar holen. Wieder hier rein, sonst landet er sonst wo. Da ist die Chickwinner. Die rüsten wir mal aus. Aber eine schwächere Rolle will ich da nehmen. Selbst die 6 Kilo, 6,35 Kilo Rolle ist noch viel zu stark. Dazu schaue ich mal in meine Rollen, ob ich da eine passende habe. Die Prima 4500. Was hat die? 5,9 Kilo. Ja, die wäre schon mal ein bisschen besser. Kilo. Fünf Komma fünf Kilo, das ist noch nicht so wirklich passend. 5 Kilo. Zwei Komma neun. Da könnte ich dann die Bremse auch vernünftig nutzen. Ich würde die mal teilen in 2x75 Meter, obwohl ich lasse lieber die ganzen 150. Besser ist das. So, und da habe ich jetzt den Narrow Spoon drauf. Achso, ich nehme noch eine zweite Rolle mit. Prima
Tower R4500 noch mit. Und jetzt auch 2,9. Dann wird die noch mit. Die hatte 5,5, ne? Ne, 2,6. Aber ein Recovery nur von 60. Und die nehme ich auch noch mal mit. 2,6. Die Schnur hatte 2,7. Da könnte ich denn die Bremse wenigstens ganz zumachen. Den Recovery von 80. Aber ich probiere es erstmal so. Okay, wieder auf zum Tiber. So, versuchen wir mal das Monster zu fangen. Sieht gut aus. Könnte aber auch eine Forelle sein. Das sieht schon sehr nach Esche aus. Das ging ja einfach. Monster-Esche gefangen. Mit 3,468 Kilo. Gut, dann machen wir mal ein schönes Bild von. Das ging ja dann doch schnell.
Na komm, halt nochmal still. Ich will nochmal ein vernünftiges Bild hier. Davon mache ich auch nochmal ein Bild, falls ich das als Thumbnail nehme. So, kann man da noch eine von fangen? Oder ist da wirklich nur eine drin? Das testen wir gleich mal aus. Im Allmonster konnte man ja mehrere fangen. Mit den 5 Altködern konnte man 5 Monsterale fangen. Theoretisch. Praktisch natürlich nur so viele, wie man Köder übrig hatte. In meinem Fall war es ja so, dass ich da Beifang hatte, Zander und so. Deswegen konnte ich ihn nur einmal fangen. Arland hat dann gebissen und Zander. Irgendwas wollte er gerade noch mal beißen. Ich probiere es noch einmal. Oh. Nicht wieder so weit abhauen.
Nee, komm, jetzt mal langsam hier. Komm ran jetzt hier. Das ist eher eine Forelle, so wie die sich verhält. Nee, nicht wieder abhauen. Ich sehe meine Rutenspitze nicht. Ja, klar. So wieder blöde gemacht irgendwie. Man sieht die Rutenspitze nicht, in welche Richtung der Fisch. Die Schnur sieht man nicht bei dem Nebel. Na gut, ich habe ihn ja gefangen. Probiere jetzt noch allein ein bisschen weiter ohne Aufnahme. Dann, jo, ihr wisst ja jetzt, wo ihr die Hornbrust ziehen könnt. Die haben nämlich in den Lücken, auch hier auf dieser Seite in den Lücken, die Lücke und die Lücke und da an der Ecke. Da habe ich überall Hornmoose gezogen und dann die restlichen zwei habe ich von der anderen Seite gezogen. Ja, und die Esche dann hier auf dieser Seite, hier an der Mauer lang. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.